Sie bin ursprünglich von Thusis und hat sich so ergeben, dass ich die Schule jetzt hier in Chur mache und somit gerade mit dem EAC dann super noch meinen Sport weiterführen kann. Also ich habe eine Hockeyschule in Chur gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang nicht Eishockey gespielt und in Flims bin ich dann wieder näher zum Sport gekommen. Nachher sind wir auf Prättigau gegangen für 3 Jahre. Dann bin ich 3 Jahre auf Davos. Danach bin ich 2 Jahre auf St. Pölten in Österreich. Nachdem habe ich die Schule abgeschlossen und dann bin ich 2 Jahre auf Nordamerika und habe dort Junior Hockey gespielt. Und letztes Jahr war ich in Winterthur. Und jetzt dieses Jahr bin ich zurück in Chur. Schließt sich der Kreis wieder. Ich habe vorher bei der ZSC Lions gespielt und bin auf diese Saison zu EHC Chur gekommen. Meine Eltern sind aufgewachsen, also mein Vater. Und Chur war immer eine schöne Stadt für mich. Und deswegen habe ich mich entschieden, auf Chur zu kommen. Und es ist ein gutes Team da und habe gedacht, es kann mich weiterbringen. Also ich habe bei den Junioren schon mal da gespielt und jetzt, nachdem ich fertig war mit den Junioren zu Davos, ist es eigentlich naheliegend, dass ich auf Chur wechsle, weil ich noch ein Jahr lang Schule zu Davos habe und ich einerseits schon Vergangenheit habe mit dem Club und andererseits im Bündnerland ist es immer schön zum Hockey spielen. Ich war letztes Jahr schon da bei der Elite. Vorher war ich bei Prättigau und das war nur Junior Top. So Stufe unten dran und dann habe ich gedacht, ich will eine Stufe höher spielen und dann dieses Jahr hat es keine Zeit geblieben und dann konnte ich nicht widerstehen. Ich bin von Ambri gekommen, von der Elite. Und ja, ich bin einfach gekommen, weil es mir bei den Rockets nicht ganz gelangt hat und ich dann hier die Chance bekommen habe. Und weil mir die MySports League eigentlich eine gute Liga ist. Ich habe jetzt 3 Jahre in Fribourg gespielt und habe mein ganzes Leben lang in Rappi gespielt. Sonst eigentlich bin ich dort gross geworden und meine Eltern leben auch noch dort. Ich habe sicher eine gute Lösung gefunden. Wir sind ein junges Team. Es sind alle, immer noch alle verfolgen ihr Ziel. Und ich denke, das war sicher die beste Lösung für mich. Und ich schaue natürlich für die Zukunft und hoffe, den nächsten Schritt hier in Chur zu machen. Es ist eine sehr junge Mannschaft. Aber es sind alles sehr coole Typen. Und sind alle sehr motiviert und alle haben die richtige Einstellung. Wir trainieren sehr gut und wir sind sehr zuversichtlich für die neue Saison und werden immer alles geben. Ja, ich habe ein paar von früher kennt. Es ist eine coole Truppe, jung, mit ein paar Routiniers, die auch sehr, also sie haben ein sehr gutes Team aufgenommen. Das ist lässig da, ja. Ja, es ist natürlich sehr schnell gegangen, das alles. Aber wie gesagt, im Hockey ist das so. Ich habe das schon viel erlebt, dass wir einen Trainerwechsel hatten, auch mitten in der Saison. Und man muss es nehmen, wie es ist. Aber der Thomas ist sicher ein guter Trainer und er wird es sicher voranbringen. Wir haben jetzt erst einmal auf Minsk gesehen. Neues Training war natürlich. Aber ich werde jetzt ein Gespräch mit ihm haben, wie alle anderen auch. Und da wird sich mehr zeigen. Also ich habe einen guten Eindruck gemacht. Wir sind auch erst einmal auf dem Eis mit ihm, aber ich denke, er ist gut gestartet. Er hat viele Erfahrungen gemacht und kann es uns weiterbringen. Und ich denke, ja, wir haben viel vor uns. Gute Saison. Wir sind ein junges Team, wir sind gut gestartet und wir sind alle hungrig und wollen das erreichen, also so weit wie möglich kommen. Und ich glaube, ja, wir haben viele Möglichkeiten. Für mich selber sicher mich durchzusetzen, viel spielen, ein gutes Team integrieren und für die kommende Saison sind wir ja ein junges Team und darum einfach zum Überraschen. Das ist so das Ziel, ja. Ja, also ich habe mir sicher vorgenommen, gute Leistung zu haben, der Mannschaft zu helfen, weiterkommen für die Mannschaft und ja, viel zu erreichen. Ja, also ich auch sicher selber besser werden, mit dem Team besser werden, eine gute Saison haben. Natürlich, als Goalie willst du immer möglichst viel spielen, aber da muss man halt schauen, was möglich ist. Möglich ist immer alles. Die Saison hat noch nicht angefangen. Wie gesagt, das erste Spiel muss zuerst gespielt werden und dann können wir weiter schauen. Aber ich denke, wir sind jung, jeder ist hungrig auf eine gute Saison und hoffe, wir können uns das Beste abrufen. Und natürlich persönlich hoffe ich auch, eine gute Saison zu spielen und eben den nächsten Schritt zu machen.
Und du musst mir noch sagen, wie kannst du dir von der MySports so einen Mercedes leisten? Ja, weißt du, du musst auch arbeiten nebenbei und dort verdienst du schon Geld. Ah, du bist also nicht 100% Profi? Nein, du etwa schon? Ja, auch nicht. Aber ich habe auch keinen Mercedes.